können ja so tun, als ob das Part 24 Dann zock du jetzt mal bitte. Ja, ich zock jetzt. Okay, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Let's Play Ratchet. Nein, wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Folge Let's Play Ratchet & Clank 3. Mein Name ist Pacey Gamer, das neben mir ist immer noch der Christian. Und es geht weiter. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben, als wir hier stehen geblieben sind. Und wirklich nicht vorankamen. Hi. Ich meine, wir können ja auch einfach Oh Gott. Durchrennen, würde ich sagen. Ja, angeblich wäre das ja in deinem Let's Play nicht erlaubt. Ja, es ist auch nicht erlaubt, aber manchmal muss man auch Dinge machen, die nicht erlaubt sind. Ja, wir haben uns aber auch nicht super angestellt in den letzten Ausgaben, muss man ehrlich gesagt sagen. Aber jetzt wird es aber auch es ist aber auch ein schwieriges Level. Also, da kommt einfach vieles zusammen gerade. Wir sind beide ein bisschen unkonzentriert, weil wir... Du bist auch das erste Mal bei mir, ne? Wir haben uns das erste Mal außerhalb der Uni getroffen, übrigens. Wie gefällt's dir bei mir? Ja, du hast eine Hammerwohnung. Also, ihr müsst euch mal vorstellen, was hier der Place für ein Reichtum hat. Nein, das ist eine ganz normale Wohnung. Warte. Nein, das ist eine stinknormale Studentenwohnung, aber es ist echt schick, muss ich sagen. Ja. Die Küche haben die ja schon gesehen, hier mit meinem Backvideo. Falls nicht, bitte guckt euch das Backvideo an. Das kenne ich auch. Ey, das hat mega lang gedauert, das zu schneiden. Ey, das ist vielleicht eines der längsten Projekte, die ich je hatte, was Schneiden angeht. Das habe ich auch wirklich 8 Monate nach dem Aufnehmen fertiggestellt und hochgeladen. Wie lange bist du denn jetzt schon in der Wohnung hier? Hier bin ich jetzt seit einem Jahr. Also vorletzten Dezember. Oh, das sah aber auch so geil aus. Ey, da hätte ich jetzt so mega Bock drauf. Ja, dieses Pide-Ding, das war auch ziemlich lecker. Alter, bis ich da durch bin. Das gewürzte Hackfleisch da drin, so. Oh, ja, Mann. Türkische Küche ist eigentlich schon echt lecker, aber es ist halt auch wirklich Diabetes pur. Aber es ist auch so lecker. Ich meine. Ich weiß es nicht. Was will man da mehr sagen? Vieles, was lecker ist. Ist lecker. Ist ungesund. Ja. Ja. Das ist ungesund, ja. Komm mal. Ungesund, ungeschmackt. Das ist ein Wortspiel. Nur hier oh nein, bei ich bin ja jetzt gerade ein bisschen durchgerannt. Was ist das denn? Nein, das kann man aber nicht. Ein bisschen Progress müssen wir aber auch mal machen. Ja, aber ich kann ja auch ein bisschen übertreiben einfach. Dann packe ich mal ein paar schwarze Löcher nebeneinander. Die werden dann groß und ziehen dann die da oben runter. Jo, ist alles clean. Das ist passiert, ne? Ja. Ich würde das Ding gerne mitnehmen. Das kannst du nicht wieder einsammeln und als Munition wieder gebrauchen? Nee. Wahrscheinlich nicht. Nein, das ist halt ein schwarzes Loch. Woher nimmt er denn die Energie, um ein fucking schwarzes Loch zu zaubern? Ja, der muss ja nur irgendwas sehr, sehr klein zusammenpressen. Das braucht Energie, ja, du hast vollkommen recht. So funktioniert schwarze Löcher? Obwohl, wahrscheinlich schon. Ja, das ist ganz viel Masse. Ganz viel Dichtheit. Und dann ist es einfach eine Kettenreaktion mit Gravitation und zunehmender Masse. Glaube ich, weiß doch auch nur das, was ich aus Interstellar gelernt habe. Das ist auch echt schwierig, wenn man hier zu zweit spielt und noch gleichzeitig redet. Du bist schon wieder nur bei 13 HP. 13 HP ist mehr als genug. Die da auf den Türmen sind einfach so nervig, dass es auch keinen Spaß mehr macht, alle einzeln zu machen. Ich glaube, ich sollte parallel mal irgendwelche Cheats oder was googeln. Nein, also das ist so, das geht jetzt aber. Jetzt! Cheats! Also langsam reicht's, ey. Ja, ich muss mich echt mal zügeln, ich fliege hier gleich raus. Wirklich, ey. Treffe ich's? Ich weiß es nicht. Alles ist verzerrt. Er müsste eigentlich, muss das schwarze Loch auch hier die Munition eigentlich von ihm aufsaugen. Die Munition von dem Gegner, ja, von der eingesaugt wird, ja. Aber es ist wahrscheinlich Anti-Schwarze Loch-Munition. Ja. Außer wenn Kisten in der Nähe sind, die werden dann aufgebrochen und dann kriege ich die Munition. Hm. Also es ist ein nettes schwarzes Loch. Wo ist denn jetzt hier der Refraktor da? Wie findest du das eigentlich bisher? So, Nervosität ein bisschen weg oder immer noch ein bisschen unwohl? Ja, doch, ist weg, aber es ist halt einfach ungewohnt, die ganze Zeit reden zu müssen. Hallo, mit anderen Menschen, reden. Abgesehen davon, dass wir aufnehmen. Ja, nee, weiß ich nicht. Natürlich ist das erstmal eine ungewohnte Situation, aber... Es ist nicht so schwer. Nee, eigentlich nicht. Aber es macht Spaß, ich mach das echt gerne. Es macht auch wirklich Spaß. Ich bin ja schon, keine Ahnung, wie lange dran, ne? Wie gesagt, ich habe 2009 angefangen. Das ist ja fast 10 Jahre her. Seit 10 Jahren habe ich meinen scheiß Channel schon. Und ich habe jetzt nicht so viele Abonnenten. Für fucking 10 Jahre. Oh, und ich mach's immer noch hin und wieder. Ich traue mich nur nicht, weil ich dann denke, ich bin total eingerostet und keine Ahnung, aber... Ja.
wenn man sich dann wieder so aufrafft und das macht, dann merkt man, wie viel Spaß das eigentlich macht. Es ist wirklich nur ein Hobby. Hab ich da auch, was, wie bitte? Es ist wirklich nur ein Hobby. Ach so, ich habe gerade Mobbing verstanden. Es ist wirklich nur Mobbing, Christian. Es ist wirklich nur Mobbing. Obwohl, nee, den spare ich mir für später. Kannst du vielleicht einmal für meinen Seelenfrieden X und Viereck da drücken auf dem Plateau, wo man spawnt? Ich wollte sagen, das machst du ja immer. Ja, vielen Dank. Da kommt das? Ach, hier aus den ganzen Lampen und so. Was sind hier? So, aus den Geländerfüßen irgendwie. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt ja auch langsam Blut geleckt und möchte auch mal Videos für YouTube aufnehmen. Und wahrscheinlich fällt es mir dann auch noch ein bisschen leichter, wenn das dann Spiele sind, die halt mir besser vertraut sind und wo ich halt auch besser zu labern kann. Und wo ich ein bisschen Leidenschaft verlege. Also, früher als, ich nenne es mal Kind, oder als Teenager, als ich halt hier angefangen habe, hatte ich ein mega Problem damit zu Let's Playen, wenn ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Ich habe mit Dead Space angefangen. Und kannte das Spiel schon durch ein Let's Play, deswegen konnte ich mich auf viele schon einstellen und konnte dann dazu reden. Aber dann musste ich Enslaved danach machen. Kennst du Enslaved noch? Ist das das mit dieser rothaarigen Artuse und sowas? Genau. Ja, das wird ja von Kritikern eigentlich auch gefeiert. Ja, das ist so, ne? Das ist doch ja richtig geil. Richtig geile Story, aber irgendwie ist das technisch nicht so geil gewesen, hat nur geruckelt. Jedenfalls war das blind und das hat mich so überfordert. Ich fand es total kacke oder einfach schwer, neue Einflüsse des Spiels auf mich wirken zu lassen, zu verstehen, worum es geht, dann zu spielen und halt einfach neu erlernten Skill irgendwie einzusetzen und dazu zu reden. Also Blind Let's Play hat mir irgendwie voll Angst gemacht. Ja, das finde ich aber auch immer eigentlich so reizbar, so, so jemand an ein Spiel zu setzen, der gar keinen Plan davon hat. Ja, und das auf jeden ist auch Fall irgendwie ganz witzig, aber es kann natürlich auch schnell frustrierend sein. Das kann ich mir auch vorstellen. Gerade bei Rätseln oder so, ne? Dann schießt halt sofort das Blut in den Kopf, wo du denkst, okay, fuck, jetzt ich darf mich nicht blamieren. Es gucken Leute zu, wenn die es vor mir raffen, dann ist das nur noch frustrierend, für die dazu zu gucken, dass ich es nicht raffe. Und das sind alles die Ängste. Aber naja, mein Gott, dann ist das halt so. What? Warum geht das nicht? Das Ding macht nur Lava. Hä? Oder wollte ich den daneben? Nee, nein, ich wollte doch hier meinen Sniper. Nehmen. Genau. Und warum macht er. Ah, okay. Du hast kurz nochmal nach oben. Ja, wie schnell die Zeit. Wir sind schon wieder bei 8 Minuten. Das kann doch nicht sein, dass es schon wieder 8 Minuten waren. Das kann doch nicht sein. Das ist aber echt hier gefuckelt. Fuck! Ja, komm, ich muss das irgendwie anders machen. Ich nehme hier den guten Multishot. Ey, der Christian spielt Ratchet und Clank. Das ist eigentlich so geil. Ich jetzt Hammer. Heute hat übrigens, also, kann man gleich sagen, ein Kollege von uns hat Geburtstag, deswegen ist alles irgendwie. Es ist ein sehr besonderer Tag. Und heute hat Albert Einstein Geburtstag. Und auch ein sehr trauriger. Heute hat Albert Einstein Geburtstag? Ja. Bei uns Stephen Hawking. Wollte ich gerade sagen, Stephen Hawking ist heute gestorben. Ja. Was natürlich auch sehr traurig ist. Das stimmt. Junger Mann, gut von uns. Aber er hat ja auch. Also. Er hinterlässt ja auch viel. An Wissen und an Legende seiner Person auch. Also, viele werden sich an ihn erinnern. Mhm. Ja, stimmt. Und ich habe auch gehört, irgendwie, es gab noch irgendwie so letzte Worte, die er vermacht hat, die jetzt echt auch veröffentlicht wurden, aber ich habe die noch nicht gehört. Davon habe ich gar nichts gehört. Ich habe wirklich nur auf Reddit nur flüchtig was davon gelesen, dass er weg ist. Weg, oh Gott. Dass er verstorben ist. Das ist so skillig, was ich hier mache. Alter, wir sind bei 99. You're the 1%. Alter, wie machst du das denn, dass du jetzt immer nach oben zielst? Du springst einfach. Mit der Kamera halt ein bisschen nachjustieren, ne? Alter, willst du nicht einmal. Christian, sehe ich hier gerade eine Entwicklung in deinem Nintendo? Wow, oh, oh, okay. Jetzt Vorsicht! Weißt du, was witzig wäre, wenn wir jetzt hier nach null Bock mehr auf irgendwelche Nintendo-Spiele hättest? Kann ich wieder vorbeikommen? Kann ich Ratchet & Clank weiter zocken? Stört mich gerade. Ja. Was nehme ich jetzt? Jetzt ganz arrogant werden und die Ente nehmen. Ah, oh, die ist schlecht. Will ja, immer. Ja, ja, die dauert halt zu lang. Die ist halt Level 1 immer noch. Ja, ich weiß noch nicht genau, welche Waffe was ist immer, deswegen. Ja, das verstehe ich. Ist halt immer der Zufall. Aber habe ich hier Energie vergessen? So, ich habe jetzt einen Plan für die nächsten Runs hier, ne? Wenn wir jetzt wieder sterben. Was ich natürlich nicht glaube, aber nur falls. Dann würde ich gerne unten. Alter, du. What? Ja, wir sollten auch mal um die Ecken schauen, ey. Hier ist überall liegend Zeug und wir rennen einfach durch. Alter, das ist Lawrence.
Lawrence Sophia! Wie ich erstmal wirklich eine Sekunde gebraucht habe, um zu checken, was du überhaupt brüllst. Da sind Leitern dran. Wir können eigentlich hoch, oder was? Ja, natürlich. Oh, wie? Das habe ich aber schon eben. Ja, das wusste ich aber eben schon, aber was sagt ihr? Ja, was bringt mir denn, wenn ich hier oben stehe? Die dann sind die wenigstens auf Augenhöhe. So. Was, dann kriegen wir Schaden? Oh nein. Wow! Warum haben wir die nicht die ganze Zeit genommen? Weil die nicht so gut ist. So, dafür nicht da. Sie ist die Mira. Du darfst L2 nicht. Nicht vergessen. Ich muss hier immer raus. Ey, ich hab schon wieder nur noch 2 Helden. Gott. Wo ist denn auch Pistolenscheibe? Oh, da kommt was. Da kommt was noch dazu. So, rechts sind Leben. Na, 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 du hast sie schon. Cool. Rechts sind Leben. Immer noch? Nein. Nein, ich habe nur mich selber nochmal wiederholt, weil es einfach so absurd klang. Rechts und Leben. So, jetzt brauchen wir den Refraktor. Nice. Der Christian spielt Ratchet und Clank. Das ist so absurd. Ey, ich hätte es auch nicht für möglich gehalten. Naja. Vielleicht bin ich dann mal auf deinem Channel bei Breath of the Wild oder so ein Shit. Ja, wenn ich das irgendwie aufnehmen könnte, wäre geil. Findest du, ja. Also, warte, wie hieß dein YouTube-Channel? Sollen wir denen vielleicht mal sagen, dass sie vorbeigucken sollen? Ich hab ja noch nichts. Das machen wir zur gegebenen Zeit. Da kann ich dir nochmal Bescheid geben und dann kannst du irgendwie nochmal Let's Play. Ich meine, ich habe ja auch nicht so viele Zuschauer jetzt. Aber die gucken, die sind eigentlich mega nett und loyal. Die würden, glaube ich, auch vorbeigucken. So. Hm. Ja, nee, also, wenn es zur gegebenen Zeit, dann kannst du ja gerne nochmal verkünden. Aber ich mache mir jetzt keinen Stress. Ich möchte da erstmal irgendwie reinkommen und gucken, wie es mir gefällt. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ist das Sniper? Nein. Das ist Sniper. Du kannst auch mal lesen, was da steht. Obwohl, steht nicht irgendwie Splitter oder so. Lass mich doch nicht auffliegen, ich kann auch nicht lesen. Du hast eh. Okay. Nein! Verdammt! Ach, komm on. Ihn hier. So, warum nehmen wir nicht immer die Sniper, frage ich mich an der Stelle. Echt ein Pain in the ass, das Level. So, und jetzt, wenn die beieinander sind, bam! Alter, Skillshot. Warum machen wir das nicht immer? Frage ich mich. Oh, okay. Das war knapp. Sind die hier vorne eigentlich schwächer? Scheinbar. Die Kleinen, die kommen ja immer richtig stark vor. Die halten ganz schön was aus. Vorsicht. Alles under the control. Ich bin fast in die Suppe da unten gefallen. Was ist denn hier am besten? Kreissägen wahrscheinlich wieder, ne? Und dann schön anvisieren. Kreissägen sind echt geil. Das ist schon mit meiner Lieblingswaffe, aber... Ja. Seht ihr? Ich mache das nicht nur, weil ich dumm bin. Ich nehme einfach die besten Waffen. Mhm. Ich bin auch ein bisschen dumm, aber... So, zang, zang. Ich bin wahrscheinlich viel zu weit weg vom Mikro und seit 2-3 Folgen. Aber ja, mein Gott. Wir sind halt zu zweit. Wir müssen uns das nachsehen. Eine Special Session. Heute ist alles anders. Ja. Heute ist ein bisschen besser. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen schlechter. Der Optimist und der Pessimist. So, und jetzt werden wir. Jetzt wird er wieder überheblich. Nee, aber die sind ganz viel älter. Ja, die sind halt schwach. Bei den Schwachen kannst du es halt machen. Quack, quack. Bei den Schwachen kannst du es halt machen. Zitat Ende. Nein. So. Hier kriegen wir immer schön Muni. Kriegst du immer die Muni wieder... Die du verbrauchst, ja, das ist eigentlich ganz gut. Okay. Hin und wieder nicht, dann liegt dir einfach ein bisschen Muni rum, so, weil du deinen Dingsbums da voll hast. Sonst aber die du ausgerüstet hast, ja. Dafür kriegst du auch die Munition wieder. Genau, das ist eigentlich eher so. Ja. Zock ich dann überhaupt noch mit den anderen Waffen? Seht ihr, das bin nicht nur ich! Ja, weil man ja auch ein bisschen Abwechslung will. Ja, das stimmt schon. Und man muss den Leuten ja auch was bieten. Fuck. Hinter dir? Ja. Ja, der ist irgendwie in seiner eigenen Welt. Seine eigenen Probleme. So, Vernichter vernichtet. Wie braucht dieses Leben? Hast du früher eigentlich auch hier Crash Bandicoot gezockt? Nee, das war leider vor meiner Zeit. Achso. Nee, weil es jetzt halt auch für die Switch rauskommt und es hat so das erste Mal, dass so. Crash Bandicoot kommt für die Switch raus? Genau, ja. Das ist ja ein Friedensangebot, ey. Das ist ja der Hammer. Das finde ich echt cool. Als Friedensangebot oder auch Aufgabe nennen sie, ne? Also, wie inwiefern? Ja, weiß ich nicht, wenn man sich so weit
unterbückt, dass man sich schon auf Nintendo-Konsolen abgibt. Nein. Also das ich ist bin ja Nintendo-Fan. Ja, nein. Ich verstehe, was du meinst, aber ich find's auch schön. Den kriegt ihr halt auch mal was. Aber warum denn Crash Bandicoot? Ist das denn so? Ja, weil es ja jetzt dieses Remastered gab und sowas mit allen drei Teilen und. Spielt doch mal ein Uncharted-Teil oder ein Last of Us oder ein. Ja, wenn das, Jack und Dexter. Wenn das darauf laufen würde. Ach, wir können doch hier drauf, Christian. Ja, aber da treffen die sich doch auch. Ja, aber wie ist sie auch? Das Ziel dann. Okay, das stimmt schon. Aber siehst du? Machen ja, ich verstehe, was du meinst. Aber wir haben doch hier unten noch Leben. Aua. Ich dachte, wir haben hier unten noch Leben. Hm. Oh Gott. Ich verstehe gar nicht, warum wir da sind. Überhaupt. 32 ist gar nicht so schlecht. Das ist ein Drittel. Ja, da vorne kriegen wir noch ein bisschen was wieder. Können wir hier jetzt nichts verlieren. Das Geile ist, ich kann wirklich auf einen zielen und die anderen verbrennen. Moin, moin. Stirb doch. Man kriegt nur 20 Stück pro Kiste? Wusste ich gar nicht. Ich habe nie darauf geachtet, wie viel eine Kiste bringt. Von diesen Schrauben oder was? Nee, von diesen Lebens. Ach so. Okay. Wie heißen die denn diese. Leben. Nanotech oder so heißen die. Das sollen übrigens kleine Nanoroboter sein, die dich wieder aufbauen und reparieren. Ist doch cool. Achso. Also diese blauen Dinger, das sind eigentlich so kleine Nanoroboter, die dann merken, dass du verwundet bist und dann deine Zellen wieder aufbauen. Das erinnert mich an so ein Buch, Silo. Ganz spannend. Okay, das Ding hat einfach keine Schussfrequenz. Nicht mal eine schlechte, es hat einfach keine Schussfrequenz. Es gibt keinen zweiten Schuss. Gibt es auch Waffen, die du irgendwie so aufladen kannst in den Strahl und dann kommt da so ein ganz fetter raus? Außer die Entchenkanone. Außer die Entchenkanone. Ja, habe ich. Ich habe halt voll viele nicht mehr hier drin. Die hier zum Beispiel, die ist eigentlich eine fette Shotgun. Die kann ich auch gerne mal ausrüsten. Wir brauchen ja eigentlich viele von den Sachen. Die ist wahrscheinlich schwach, oder? Ja, das ist auch eine der ersten Waffen. Aber die sieht geil aus. Und hier ist... Bekommt man zwangsläufig alle Waffen oder kann es auch sein, dass du welche übersiehst und dann bleiben die da? Man muss alle kaufen, so ziemlich. Ah, okay. Ja, und die werden halt angeboten, dann wird halt gesagt. Und du kannst. Es gibt so eine fette Station, so wie die Raumschiff Enterprise im Endeffekt. Die heißt hier Phoenix. Und da kannst du dann. Warte, wieso habe ich meine Lavapistole? Ihr Clank könnte auch mal was machen, ey. Der chillt die ganze Zeit dann nur auf dem Rücken rum. Wieso habe ich denn schon wieder die. Lavapistole? Ach, dieses Level. Ja! So, und jetzt erinnert euch, was ich vor 3 Folgen gesagt habe. Oh, das ist ja das Level, hier hang ich ja immer ganz schön lange als Kind. Jetzt wisst ihr warum. Ich lass mich umbringen, lass ich jetzt spielen. Ach Gott. Doch, du kommst da nicht drum herum. So. Oh Mann. Du schaffst das jetzt. Du spielst vorsichtiger als ich. Mhm. Dieses Ungläubige. So. Guck mal, das Handy weglegen. Das gab's ja noch nie, dass ich in dem Let's Play aufs Handy geguckt habe, ey. Es gibt doch auch fiese Störgeräusche bestimmt, oder nicht? Oder? Keine Ahnung. Oh shit. Nee, hab ich gar nicht dran gedacht. Aber kann ich mir vorstellen, deswegen habe ich es auch extra weiter weggelegt. Wow, also du bist professioneller als ich. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben das nur angesprochen. Wir können ja auch mal zusammen aufnehmen oder so. Du willst ja Videos machen, du kannst ja gerne mal bei einem Video bei mir dabei sein, so. So weit waren wir. Er kommt an mit seinem eigenen fucking Mikro und er hat seinen Popschutz vergessen. Ich habe noch nie einen Popschutz besessen. Der Junge hat gerade eine Socke drüber stülpen, das soll den gleichen Effekt haben. Beim Mikro jetzt, oder? Ja, aufs Mikro. Das war jetzt nichts Sexuelles. Okay. Oh, ich bin voll. Weil das war jetzt knapp. Jesus Christ. Ich find's schön und bestätigend, dass du als jemand von außen unbeeinflusst von mir auch bei den Kreisklingen stehen geblieben bist und die oft benutzt. Weil ich benutze sie eigentlich fast ausschließlich. Bis sie dann leer sind, dann wechsle ich. Ja, die sind auch hammergeil. Ja, die sind einfach zielgerichtet, die splitten sich, machen mega Schaden, man hat ordentlich Muni, haben eine gute Range. So, gegen die brauche ich nicht, da kann ich mal. Da kannst du gerne hier die. Oh, du kannst auch gerne mal. Halt mal gedrückt einmal. Dann nimm mal hier das hier und halt dir mal gesaugt. Ich will mal, dass du das. Ja. Nein, du hast jetzt wieder umgeswitcht. Fuck die Wirbler! So, und jetzt hast du die eingesaugt, jetzt kannst du mit denen sogar abfeuern. Wie? Ich kann jetzt schießen auf die? Ja.
No way. Ja, wenn die Range reicht, aber ich glaube nicht. Verdammt. Die macht halt kaum Schaden. Aber eigentlich. Es ist Zeit für die Frisbees. Ne? Nein, falscher Knopf. Ich drück nie Mond. Ich finde das ja so witzig. Ich sag auch immer Mond, Pyramide, ja. Kasten und Kreuz. Ich möchte das immer sagen, weil ich es auch witzig finde, aber ich vergesse es. Aber dann falle ich doch wieder zu Kreis und. Ich lerne so schnell. Das sollte man nie von sich behaupten. Aber ja, ich bestätige. Weiß ich nicht, soll ich mal zurückgehen? Da war noch eine Energiekiste, aber ich komme nicht mehr zurück. Verdammt. Ja. Du warst jetzt zweimal schneller als ich im Denken. Ja. Mittlerweile ist da nur noch einer, ne? Dong, ja. Ey, weißt du, was ich gemerkt habe? Mhm. Also nein. Das bei dem Playthrough hier, also als hier bei dem Let's Play, ne? Bei dem Spielstand habe ich gemerkt, dass jedes Mal, wenn du stirbst, dass die Sachen gewissermaßen anders sind. Es ist sogar schon häufiger vorgekommen, dass ich einmal gestorben bin, dann waren da irgendwelche Gegner, die davor nicht da waren. Und, ja, schon, das ist mir und, eben auch aufgefallen, dass ja, irgendwie manchmal ein Gegner weniger da war oder so. Ja, denn die machen das, glaube ich, Stück für Stück leichter. Wenn die merken, du kommst nicht voran. Ist das auch von Dark Souls 2? Ja, aber man kann ihn nur 12 Mal umbringen oder so, ne? Genau. Und danach sind die weg. Habe ich jetzt auch gerade dran erinnert. Ah, oh, ich hab noch was gut. So. Womit mache ich den? Dezimieren. Dezimator. Alter, ich gehe eigentlich jedes Video durch, ne? Mhm. Jedes Video gehe ich durch im Schneidding und mache alles lauter, leiser und dies und das. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt bei den Videos das auch mache. Aber obwohl gerade hier sollte ich das machen, ne? Aber ich kann sagen, jetzt mit zwei Mikrofonen und sowas. Ja. Wahrscheinlich. Aber bisher war das so ziemlich von mir selbst auferlegt, die Regel. Ich bin jedes Video immer durchgegangen, hab da gerne mal was dazu geschnitten, wenn ich dachte, das wäre vielleicht witzig oder macht Sachen irgendwie klarer oder so. Ja. Und halt alles, was zu laut ist, ein bisschen runter und alles, was zu leise ist, ein bisschen hoch und so. Dass man auch eine gewisse Soundqualität beibehalten kann. Meine anderen Kollegen und Kolleginnen machen das nicht unbedingt, da ist oft der Ton ein bisschen zu leise. Aber die kriegen es auch hin mittlerweile. Oh, ich habe ja auch gestern, also ich habe mich jetzt auch ein bisschen damit beschäftigt, so hier Billo-Tricks hier, dass man hier mit der Tonspur kannst du ja dann noch irgendwie so diese Störgeräusche rausfiltern und so und Spaß. Ah, du meinst so Hintergrundgeräusche, meinst du, ne? Genau, dieses Fiepen und sowas. Ne? Ja, hier vom Rechner, hier der brummt ja die ganze Zeit. Was soll ich machen? Oh, verdammt! Hast jetzt den Refraktor weggelegt und hast dann nochmal geschossen? Christian, 23 Minuten. Das kann ja nicht sein. Ich bin gleich durch, warte. Was mache ich jetzt hier? Genau. Ey, du machst das so gut. Ich glaube nicht, dass ich bei Breath of the Wild mich so gut anstellen würde, wenn du dich jetzt hier. Aber das Spiel ist auch älter. Aber wir können es ja gleich mal vielleicht probeweise spielen oder sowas. Du hast den Shit ja sogar mit. Mhm. Ach du Scheiße, warum rede ich überhaupt darüber? Das Spiel ist so gut. Ja, ich habe es auch ein paar Mal gezockt bei Tobi und. Aber der Anfang kann frustrierend sein, muss ich sagen. Also ich fand den Anfang auch ein bisschen müßig, so weil es echt komplett anders ist als alte Zeldas. Sowas, ne, mit dem ganzen Crafting jetzt. Was ist Crafting? Also mal Essen. Selber machen. Dann Muni ist alle, ne? Mit dem Sound funktioniert das aber so ziemlich gut. Es hat jeder Sound und die Mikros kriegen nichts ab. Man vergisst auch irgendwann, dass es nur auf der einen Seite ist, ne? Mhm. Okay, ich lasse ihn nur. Am Fliegen und links und rechts Projektile. Hört doch mal auf mich zu schießen. Herr Officer. Verdammt! Oh Gott, ich nee, so nicht. So wird das auch nicht. Was ist denn jetzt eine gute Waffe? Ich weiß es doch auch nicht. Ich würde erstmal reingehen und gucken, ob du dir vielleicht von irgendwo. Ist das der Luftreißer? Der Kluftreißer ist. Ja. Schwarzes, transparentes Loch. Aber wirklich instant, ne? Renn einfach mal durch! Flieg jetzt einfach durch mit R1, R1. Nein! Ich hab's doch gedacht, zweimal hätte ich das drücken müssen, oder was? Oh nein. Ich wette, das ist der Raum, der es beendet. Ja. Ich wette, wir haben den schon irgendwie zigmal gesehen. Wirklich.
Oh, das war echt bis zu einer gewissen Stelle ganz gut, ey. Ich hatte so viel Energie und dann... Ich finde, du hast das toll gemacht. Das sind sie nach deinem Beispiel. Die schießen aber auch wirklich nicht... sondern wirklich... Die hier jetzt nicht, die sind fast okay. Aber vier von denen sind halt trotzdem scheiße. Und die Schüsse sind halt auch so unberechenbar, ne? Ich jetzt vorschießen sollen. Kreissägen haben einfach eine bessere Range. Keine Ahnung, aber die haben irgendein Zielverhalten, was so viel besser ist. Ja. So, und echt verschwenderisch. Verschwenderisch ist mein zweiter. Ja, nein, vorne. Ist mein zweiter. So, Vorsicht. So, hier kann ich doch jetzt wieder. Irgendwas Sinn macht. Gibt's hier nichts, was Sinn macht in dieser Welt? Nein, das macht am wenigsten Sinn. Hier kann ich wenigstens die hier benutzen. Weil die okay ziehe. So. So, und die soll mal helfen, mein Gott. Ja, mit der hat man einfach überhaupt keine Range. Das turnt mich ein bisschen ab. Aber die sind wahrscheinlich mega. Obwohl. Ja, die sehen halt stark. Sachen, die wir nicht sehen. Ach, das ist dieser VP. Ich dachte, das wäre so ein Granatwerfer. Wie lange sind die denn aktiv? Bis sie so und so viel Schuss oder Schaden gemacht haben, glaube ich. Und bleiben die auch, wenn du die Waffe gewechselt hast? Ja. Okay. Das habe ich ja wirklich das Verschwenderischste gemacht. Seit. So. Schon. Was nicht. Ich dachte, ich kriege die damit, aber. Das tue ich nicht. Alter, das sind so Laser-Futures-Schuriken. Ja. Genau das sollen sie sein. Genau das. So steht das auch im Dateipfad. Laser Future Shuriken. Bitte. Das ist doch. Mann! Jetzt musst du wieder. Ja, und meinst du, es lohnt sich noch weiterzumachen an dieser Stelle oder machen wir einen Cut? Na, wir machen das jetzt. Also, wenn du das jetzt nicht schaffst, Christian, was ich natürlich nicht glaube, dann gebe ich mir gleich aber richtig Mühe. Also, das. Nur noch zwei Runs maximal. Das haben wir auch immer Spaß gemacht. Jetzt spielen wir mal ernst. Ja. Jetzt spielen wir. Jetzt halten wir den Controller auch mal richtig rum. Oh, guck mal, ich mach jetzt hier den Skillshot. Mega. Naja. Alter, wie du einfach dieses Platon mitreißt. Juhu! Ich glaube, das Besondere an Level 5 an der Sniper ist, glaube ich, dass du, egal. Wenn du jetzt ein Plateau vor dir triffst, dass der Schuss, glaube ich, komplett durchgeht durch die ganze Map. Glaube ich einfach. Alter, sogar von hier! Benutzt mal die Kreissägen weniger. Nein! Das hat niemand gesagt, aber ich hab's mal... Ich dir das geraten. Ja, okay, ich sag mal, wenn man es wirklich immer nur macht, kann es ja wirklich langweilig werden auch zum Zuschauen. Aber wenn es doch so gut ist! Ich guck's halt mit Tobi, ne? Und Tobi sagt immer, ja, kannst man nicht die anderen Waffen benutzen, bla bla bla, wird's nicht ein bisschen langweilig. Und dann bleibt mir das immer so im Kopf. Okay, jetzt switche ich aber auch mit zwischen zwei Waffen immer. Oh, come on. Okay. Ja, wie so oft ist halt das... Das, was funktioniert, wird halt oft gemacht. Und was nicht funktioniert, halt immer seltener. Ist halt einfach so. Das ist ja im Berufsleben genauso. Die gut sind, werden halt kriegen halt öfter Jobs. Und die schlecht sind, gehen unter. Deswegen haben auch manche Künstler... Studenten ist... Okay, es ist im Endeffekt 18. So, weg. Das ist meine Ansage. Es wird hier abgesniped. Not bad. Verdammt! Bad. Ja. Ja. Du warst da hinten und konntest auf die zielen. Kreissägen sind besser als die Sniper. Weil du nicht selbst zielen musst. Ungefähr gleich stark auch. Das machst du wunderbar. Ganz toll. So, jetzt kommt hier der gefährliche Sprung. Einfach schön Doppelsprung machen. Für den Gegner da vorne den hier. Oh, jetzt macht uns das Ding aber auch ein bisschen zu viel Angst. Jetzt haben wir zu viel Respekt vor dem Teil. Ich werde hier jetzt irgendwie das... Ja, super hier ist das rettende Painted World of Ariamis 2. Naja. Tschüss! Die Leute kennen hier kein Dark Souls, okay?
Sorry, ja. Ich kenne nur Ratchet Clank so viele Jack Insider. Dexter. Du bist eher ein Outsider, würde ich sagen. Haha! Oh, ich wäre fast gestorben. Das ist ein Skill-Shot. Bam. Hast du nicht gesehen, das ist zweimal. Du machst hier alles voll nach, was ich mache, ne? Ist das schon mal aufgefallen? Ja, ich orientiere mich dong, an... Dong. Das ist so befriedigend, wenn das alles da so durchschnetzelt. So. Warum müssen wir die Kreisklinge? Wenn nichts anderes zählen kann. Was ist denn da unter der Kreisklinge das andere Symbol? Was bedeutet das? Das hier? Nee, oben auf dem anderen. Hier, genau, da drunter ist doch auch mal noch. Achso, das sind immer die, du kannst immer zwischen drei hin und her schalten, indem du einmal Dreieck drückst. Einfach deine die drei zuletzt benutzten Waffen, so. Damit es halt einfach schneller geht. Eigentlich auch cool, das benutze ich auch nie. Du hast vollkommen recht, können wir machen. Allein, dass die hier sowas eingebaut haben, damit du hier nicht irgendwie viel zu lang durch diesen Gang rennen musst. Ja, okay, aber das hat ja auch die Menschheit übernommen. Es gibt doch auch am Flughafen solche geraden Rolltreppen. Welchem Plan hat's vorgemacht? Ja. Das hat die Menschheit übernommen aus diesem nichtmenschlichen Ratchet & Clank. Ja, ich sag das nein. So, weil jetzt die Zuschauer sehen das ja nicht, aber ich bin ja nicht menschlich. Du bist ein Tyrannoid. Wir benutzen jetzt nur noch die Kreisklingen, kriegen wir auch nur noch Kreisklingen-Muni, dann haben wir die Scheiße jetzt eigentlich hinter uns. Na. Jetzt habe ich Angst. Ich hatte vorher noch nie Angst vor diesem Ding. Das ist aber auch nicht super. So, einfach nur zwei Dingens. Ich würde sagen, verschwend nicht so viel davon. Boom. Habe ich direkt ins Gesicht geschossen. Und es macht ihm nichts aus. Ich hatte kurz Mitleid mit dir, du Arsch. Kann man hier eigentlich? Nee, das ist viel zu weit. Warum versuche ich es überhaupt? So ein bisschen erinnert mich auch so vom Stil her und auch so von den Cyber... Wie nennt man das so? Ich kenne Cyber... Ja, So an Science Fiction. Kennst du Beyond Good and Evil? Ja. Erinnert mich das voll so ein bisschen. Okay. So an das Gegnerdesign und so. Okay. Beyond Good and Evil habe ich nur ein bisschen was von gesehen, aber selber nie spielen können, leider. Super Spiel. Ich würde es gerne spielen, aber das funktioniert mit meinem Controller nicht. Das ist das Problem. Mhm. Ich habe es, glaube ich, sogar auf Steam, aber ich konnte es nie richtig zocken. Du kannst ruhig zu deinen Freunden bleiben. So, haben wir noch genug Kreisklingen, dann haben wir die Scheiße eigentlich hinter uns. Aber gleich kommt der mega heftige Raum. Oh, ja. Wir sind doch schon da. Nee, jetzt kommt erst noch der Laserraum und danach kommt der krasse. Echt? Ja, komm. Ja, gut. Gibt's hier noch Munition irgendwie einzusammeln? Nee. Ich glaube, man kann sogar diese Dinger einmal kaputt machen. Okay, wir haben wenigstens zwei Leben, auf die wir zurückgreifen können. Komm, das klappt jetzt. Easy peasy. Welche Waffen? Erstmal, weil die einfach mehr sehen als wir. Und die auch. Obwohl, die sehen nicht mehr als wir, die sehen nix. Vorsicht! Ja, ich bin der vorsichtigste Mensch. Wirklich nur noch ein Projektilhagel hier. Das gibt's ja, wirklich. Das ist. In der letzten oder vorletzten Folge gab es wirklich Räume, wo die Konsole geleckt hat. Und das ist eine PlayStation 3. Die ist nicht mehr. Also, die ist eigentlich zu stark für dieses Spiel. Und trotzdem hat das geleckt. Ach, ich bin dumm. Wir sind schon bei 400.000! Einfach nur, wenn wir uns so hochgearbeitet haben an diesen Dingern. Irgendwie 3 Euro pro Gegner. Das ist moderne Pfandsammeln. Es macht mir Spaß, mit dir zu Let's Playen, Christian. Gerne öfter. Auch eine. Das können wir ja zur Routine werden lassen. Es wird wahrscheinlich den meisten auf den Sack gehen, wenn ich jetzt jedes Let's Play nur mit dir mache. Aber wir können ja eine Rubrik machen, irgendwie Christian. Wollte ich gerade sagen, genau. So. Dass die Leute wissen, okay, jetzt ist Christian wieder da. Genau, das fände ich cool. Irgendwie so eine eigene Rubrik, wo wir irgendwie zusammen immer irgendwas, weiß ich nicht, was uns komplett unbekanntes spielen oder irgendwie ja. Was aus der Kindheit, was wiederholen.
gucken wir mal. Ja, finde ich eine coole Idee. So. Jetzt hier mit der Albtraumraum. Wie nennt sich das? Strategie? Wie nennt man das? Taktik? Ist das das? Von den Leuten reden? Wir benutzen ja auch die ganze Zeit diese Kisten hier nicht. Ihr seid nichts gegen mich. Ich bin intelligent. Ich habe einen Controller. Ich werde das jetzt mit fucking 100 HP da reinschaffen, ey. Die Leute denken sehr echt, wir verarschen die ganze Zeit. So. Ja, guck mal, ich lass dich mal, mal umbringen. Fallen wir nochmal runter. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Ja, das ist jetzt die da oben noch irgendwie. Ich will nicht getroffen werden, ne? Du bist so gut. Motherfucker! Vielleicht ist hier jetzt noch irgendwie ein Secret in dem Raum oder so. Stimmt, das hinter dir noch irgendwelche Lawrence-Trophäen? Meinst du hier im Bereich hier oder was? Lawrence-Trophäen, weitere Lawrence-Trophäen. Gibt es pro Level immer nur ein oder was? Nein, es gibt keine generellen Lawrence-Trophäen. Es gibt Trophäen von verschiedenen Charakteren aus dem... Ah. Und einmal hatten wir jetzt hier Lawrence. Das also ist der Butler. Ist ja, das ist der lustige, ich glaube, homosexuelle Butler von dem Endgegner. Okay. Ja. Das ist der Butler und das ist voll lustig. Für Themen? Oh Gott, ey, da war der Checkpoint die ganze Zeit. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Oh, verdammt. Wir werden die ganze Zeit was tun. Wir sind zu spät. Sie ist unser Love Interest, oder was? Wieso wusstest du das wirklich nach 4 Frames, wo du die gesehen hast? Ja, Christian, du hast vollkommen recht. Warte, Story. Ja, nein, das ist jetzt nur... das sind immer die Ladezeiten. Immer Flüge mit Raumschiffen, okay. Solchen Transportern. Ja, aber charmanter ist nur ein schwarzer Bildschirm. Da auf jeden Fall. Es. Nefarius hat bereits den Countdown gestartet. Wenn dieses Ding ins All fliegt, hat Veldin keine Chance. Das wird nicht passieren. Alter, wie cool ist das? Sehr cool. So, auf die Roten muss aufpassen, die lenken so ein bisschen zu uns, aber jetzt haben wir ihn schon. Ja, auf die Roten muss ich aufpassen, das sind Raketen. Wir müssen den Schluss machen. Wir sind schon wieder bei 38. Oh, aber wir haben es geschafft. Ja. Yeah. Wir sind fucking nochmal durch. Gott, okay. Das war eine Odyssee, Leute. Vielleicht lassen wir die zwei Videos hier vor einfach raus. Tun wir das Part 24. Wir tun so, als wäre das nie geschehen. Ja. Aber vielleicht könnt ihr es trotzdem anschauen. Ja, okay. In der nächsten Folge legen wir den Endboss und dann haben wir Ratchet & Clank durch, meine Damen und Herren. Es war mir eine Ehre, dabei zu sein. Ja. Mal gucken, was passiert. Okay, ihr seid auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt, Dr. Nefarius, stirb.